Hallo, Servus und willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch Shop Online. Und ich dachte mir, ja, fangen wir mit dem ersten Video. Also, ich werde hier schon mehr andere Videos machen und könnt auch in die Kommentare schreiben, was ich noch so Videos machen sollte, und ich habe selbst auch schon ein paar Ideen, aber das kommt noch mit der Zeit. Das ist jetzt derweil noch nicht so, weil ich muss jetzt auch noch umziehen, und das ist ein bisschen im Moment Stress und so. Also deswegen, das ist jetzt erstmal das Anfangsvideo, und starten wir mal mit Sword Art Online. Wenn es nicht. So, ich mache mal kurz einen Cut, schau, was es da hat, und bis gleich. So, da sind wir wieder, und ja, da hat mein Internet ein bisschen rumgespinnen, und ja. Machen wir mal so drei Kämpfe, und dieses Video wird jetzt etwas kürzer, und es ist jetzt nur das Vorstellungsvideo von diesem Spiel. Also mir gefällt es ehrlich gesagt sehr gut, und es ist ja auch nur in Englisch, aber ihr könnt es ja ruhig austesten, und es kommen auch jedes Mal Events, zum Beispiel neue Charaktere, die du speziell aufleveln musst, zum Beispiel wie die. Habe ich schon ein paar. Ich spiele das Spiel schon länger, und deswegen. Ja. Da braucht man halt spezielle Items, und man kann sie auch ihre Sterne und ihre Seltenheit kann man aufleveln, und das ist jetzt neu. Und man kann auch hier andere Charaktere kaufen mit Ingame-Gems, die man in-game auch sehr schnell bekommt. Das heißt nicht, dass man hier 1 Million Euro ausgeben muss, um weiterzukommen. Das ist hier nicht so gedacht. Und jetzt starte ich mit der ersten Quest. Ich glaube, ich werde heute jetzt in jedem Video nur eine Quest starten, und damit das etwas schneller ist. Und das soll eigentlich nur so ein kurzes Anfangsvideo sein, aber im nächsten Video, also jetzt mache ich. Ich versuche es jetzt jede Woche ein Video zu machen, und schreibt einfach in die Kommentare, welche Videos ich noch machen könnte, also in Spielen und alles so. Ah, ich bin komplett falsch. Da müssen wir noch länger warten, wenn ich das machen will, aber es ist jetzt, da kann man online auch spielen, das ist jetzt anders. Das zeige ich euch beim nächsten Mal, wenn ihr überhaupt ein weiteres Video sehen wollt. Und ich würde mich freuen auch, wenn ihr kommentiert, was ich besser machen könnte. Und ob
hoffen, dass ob euch dieses Video auch gefallen hat. Und Vorschläge nehme ich immer gerne an. Also im Moment, soweit ich gesehen habe, ist das Maximallevel von den Charakteren auf Level 100. Aber ich glaube mal zu schätzen, dass es auch mehr wird dieser Zeit. Weil sie können es auch nicht immer auf 100 lame, weil es wird ja auch immer stärker mit dem Chef. Das habe ich auch gesehen. Und da habe ich jetzt dann, komme ich dabei gar nicht mehr weiter, weil ich einfach die Charaktere sind bei mir einfach zu schlecht. Da muss ich noch besser auftrainieren und ja, damit würde ich sagen, beende ich dieses Video hier und macht's gut und schönen Sonntag noch. Ciao. Was ich noch zu vergessen habe zu erwähnen, ich werde schauen, dass ich den Link in die Beschreibung packe und dann auf jeden Fall jetzt. Ciao.